Daily Quest. Zum Thema Daily Quest. Daily Quests sind Aufgaben, welche den allgemeinen Spieler aus der Welt der Kriegskunst dazu bringen sollen, noch mehr Zeit in ein Spiel zu investieren, in das die meisten eh schon ihr halbes Leben stecken. Hierzu werden immer wieder neue Fraktionen eingeführt, welche dich aber allesamt immer das Gleiche machen lassen. Okay, okay, vielleicht ist inzwischen ein bisschen Abwechslung dazugekommen, aber mal ehrlich, trotzdem hört man fast nur: Töte 30 davon, sammel 50 hiervon und bring Kriegsfürstin Shavan doch bitte das Dokument mit ihrer Doktorarbeit vorbei. Also bitte, kann mir ja wohl kein Entwickler erzählen, hier wäre die Hammerabwechslung vorhanden. Da man zumal eh jeden Tag aufs Neue das Gleiche wiederholt. Ja, aber da steckt doch noch eine Story hinter. Ja, nee, ist klar. Ich lese mir ja wohl nicht auch noch den Text durch. Es ist ja nicht so, als ob ich nicht eh schon genug Zeit aufbringen würde, die Daily Quest Tag ein Tag auszuerledigen, nur damit ich am Ende ein Item holen kann, welches dann im nächsten Heroic Run wieder ausgetauscht wird. Und mal ganz ehrlich, da ist man mit einem guten Buch besser beraten. Also zurück zur Frage des Nutzens. Denn spätestens jetzt sehe ich schon die ersten Kommentare: Ja, dann mach halt keine. Na, ganz so einfach ist das dann aber auch nicht. Denn der allgemeine Raider ist nun mal darauf angewiesen, erstens Tapferkeitspunkte zu farmen für Epixe und zweitens auf irgendwelche Münzen zu warten, von denen man noch 90 Stück braucht, um an 3 größere Münzen zu kommen, welche die ach so wunderbare Chance geben, nochmal mehr Frust aufzubauen, wenn das gewollte Item einfach nicht droppt. Bin mal ehrlich, wie oft hat euch diese Münze schon etwas gebracht? Also mir kommen die 15%, welche nun einmal die Chance sind, dieses ach so begehrte Extra-Item zu bekommen, nicht wirklich hoch vor. Und das ist sie tatsächlich auch nicht. Denn wenn man mal überlegt, kriegt man bei 15% gerade mal alle 6 bis 7 Würfe etwas. Wenn man sich das dann nochmal näher anguckt, sieht man, man erhält 3 Münzen in der Woche. Was so viel bedeutet wie, alle 2 bis 3 Wochen kriege ich ein extra Item. Juhu! Denn genau so verhält es sich auch. Summa summarum, der Frust wird zusätzlich gesteigert, da man einfach nichts außer 28 Gold 50 bekommt. Aber man farmt die Scheißdinger trotzdem Woche für Woche neu, weil es besteht ja schließlich die Chance. Also bitte Blizzard, ihr wollt eure Spieler doch nicht etwa in den Boden frusten, oder? Zurück zu den Dailies. Also die beiden Dinge, und jetzt kommt mir nicht mit, die geben aber doch noch Gold. Also wer Mist auf Pandaria noch irgendwelche Goldprobleme hat, der macht schlichtweg einfach irgendetwas falsch. Aber das ist ein anderes Thema. Wo waren wir? Ach ja. Die beiden Dinge geben die Chance auf ein besseres Item. Also müsste man die Quest nun mal doch machen, wenn man nicht im Nachteil sein will. Also stiefelt man Tag ein, Tag aus, Woche für Woche los, macht immer und immer wieder das Gleiche, bringt eine Fraktion nach der nächsten auf ehrfürchtig, um im Nachhinein ein paar Mounts mehr zu haben. Denn zumindest die gibt es hundertprozentig. So viel zu den ach so tollen Dailies. Liebe Grüße, euer Smash. Ach ja, ich bin da mal Dailies machen.